Oh, da sind zwei Kollegen. Ich würde sagen, wir lassen sie einfach in Ruhe und versuchen nicht ihre Aufmerksamkeit zu erregen, denn wir sind noch relativ unbewaffnet und angenommen, sie würden uns entdecken, würden die ziemlich schnell Kleinholz aus uns machen, weil sie sich einfach hinter dem Gitter verstecken können und wir da an sie einfach nicht drankommen. Fliegende Kakerlaken, das sieht ja mal richtig eklig aus. Jo, was ist das? Ich hoffe nicht der Frühjahrsputz. Ah, okay, das ist nur so eine komische Robohummel. Na dann, wenn es nichts weiter ist. Oh, ach, nee, hier kommen wir her. Darunter springen wir ja Zeitverschwendung, deswegen gehen wir einfach mal hier lang. Und gucken uns mal an, was uns hier erwartet am anderen Ende des Lüftungsschachts. Ich denke nichts Gutes und ich höre schon. Oh ja, du siehst mich nicht. Siehst du mich? Ich hoffe nicht. Okay, er sieht mich nicht. Ach scheiße, das ist ja noch ein zweiter. Verdammt. Jetzt muss ich warten, bis der andere wieder zurückläuft und in der Hoffnung, dass der zweite nicht wieder hierher kommen kann in der Zeit, wo der sich umdreht, kann ich dann vielleicht eine Chance ergattern, hier runter zu springen. Und hier ist eine Kiste. Oh, hallo. Requiescat in pace, würde ich sagen. Sobald er mich entdeckt. Na los. Wir schalten erstmal den Saft ab. Schnell weg. Und den anderen. Und Stecker raus. Du hast die Stromrechnung nicht bezahlt, mein Freund. So, ja, das ging ja doch relativ gut, oder? Wir haben nur einen Rüstungspunkt verloren und haben das relativ gut gelöst, würde ich sagen. Was gibt es da hinten? Eine Kiste. Okay, kann man die kaputt machen? Tatsächlich. War sogar ein bisschen Medizin drin, aber die braucht man ja gerade nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach durch die nächste Tür und schauen, was uns dahinter erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Maschinensoldaten und irgendwelche. Moment. Irgendwelche Hunde und sowas. Eine Kloschüssel? Nee, das ist keine Kloschüssel, das ist ein Wagen. So. Na, weiter geht's. Hier scheint jemand die Tür rausgenommen zu haben. Gut für uns. Oh, ich höre schon den nächsten Maschinensoldaten. Ja, wir können das Ding schieben, tatsächlich. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob das geht. Beim letzten Mal habe ich es nämlich nicht gemacht, weil ich habe ja schon meine Testaufnahme probiert. Und ich bin gespannt, ob der Typ so blöd ist und das nicht checkt, dass hier irgendwie eine Kiste durch die Gegend fährt. Oder ob der jetzt tatsächlich uns. Oh. Da ist ein Hund. Scheiße, der kommt zurück. Ich glaube, ich muss warten, bis der Typ wieder seine Runde dreht und dann kann ich mir den Hund davor knüpfen. Weil sobald der wach wird, alarmiert er den anderen und springt mich an und darauf habe ich keinen Bock. Na? Hindernis, was hier vorher nicht war? Sagt es dir irgendwas? Nein, anscheinend nicht. Requiescat in pace. Okay, das war jetzt nicht so spektakulär. Ich wollte eigentlich so einen coolen Takedown machen. Aber er hat irgendwie nur zugeschlagen. Anscheinend reicht es bei diesen Nazi-Robo-Hunden sogar, wenn man denen einfach auf den Arsch haut, einmal kurz, dann sterben sie schon. Überhaupt kein Rückgrat. Der Kollege hier läuft einfach weiter seine Runden. Und die Rüstung da vorne braucht man nicht. Hier können wir uns vorbeischleichen. Ich hoffe, die Zeit reicht, um das Ding aufzumachen, bis der Typ hier wieder zurückkommt, weil wenn das nicht der Fall ist, könnte er uns vielleicht gefährlich werden. Aber ich denke, wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Mal gucken, was uns hier erwartet. Oh! Noch einer, aber der scheint irgendwie außer Betrieb zu sein. Ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher und knipsen den aus. So. Stirb. Gatling nehme ich natürlich mit. Kann ja nicht schaden. Falls es noch ein paar von den Typen über den Weg laufen, die wir nicht einfach so aus schalten können oder umgehen können. Ich würde eigentlich schon am liebsten alle von denen töten. Nicht, weil ich so blutrünstig bin, sondern weil ich keinen Bock habe, dass die uns in den Rücken fallen. Hier muss man den Strom anmachen. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Und jetzt können wir auch den Aufzug nehmen nach unten. Und das fällt doch bestimmt auf, wenn wir jetzt mit dem Aufzug hier durch die Gegend fahren, oder? Es sei denn, es sind nur Maschinensoldaten auf dem Stockwerk, denn die checken ja gar nichts. Oh.
wenn man gerade vom Teufel spricht, da läuft einer durch die Gegend. Ja, das ist ja aber nicht so gut, dass er hier direkt vor unserer Nase rumläuft. Schade eigentlich, dass man die Kabel da nicht abschießen kann. Also einfach diese... Sondern hier irgendwie... Ich bin nicht da, tschüss. Du bist dumm. Du hast mich vergessen. Der passt hier doch sowieso nicht durch. Und selbst wenn er dann die ganze Zeit an dem einen Tunnel rumsteht, ist es für mich eigentlich ganz gut. Oh, er kommt zurück. Der andere kommt ja auch gerade auf uns zu. Jetzt treffen die sich. Dann gibt es einen kleinen Bruderkuss und dann gehen sie wieder auseinander. Was? Kein Bruderkuss? Schade. Hätte ich eigentlich erwartet. Ach nee, stimmt. War ja bei denen verboten und so. Ich glaube, schaffen wir das? Nein, schaffen wir nicht. Okay, doch, wir haben es geschafft. Der Typ wollte wahrscheinlich gerade auf uns anlegen. Doch dann sind wir wieder verschwunden. Er hat sich gedacht, oh, scheiß drauf. Juckt mich nicht. Ich glaube, wir müssen die beiden töten. Anders kommen wir gar nicht vorbei. Ich glaube, die Zeit reicht gar nicht. Ich probiere es einfach mal. Riskiere es, unsere Gatling wegzuschmeißen, aber ich glaube, der Laufweg von dem Typen ist viel zu kurz, als dass wir da das Ding aufmachen könnten. Bevor der Typ sich wieder umdreht. Es sei denn, vielleicht... Vielleicht reicht es sogar. Ich probiere es einfach mal. Wenn ja, dann wäre ich positiv überrascht. So, schnell, schnell, schnell. Los, wirf das Ding weg. Mach das andere Ding auf. Hey, tatsächlich, das ging. Wie gut. Noch eine Karte. Ah, das ist unser Freund. Was hat er mit dem Typen vor? Achtung. Bereich bewacht von mechanischen Kampfhunden. Das... Ah, die Gerüchte scheinen sich zu bewahrheiten, dass der Typ tatsächlich Gefangene an seine Hunde verfüttert. Und ich hoffe, wir können ihm noch irgendwie eins auswischen. Ich meine, er hat uns getreten, er hat unseren Kollegen getreten und er verfüttert unschuldige Menschen an Hunde. Und er wird bestimmt seine Quittung bekommen. Wenn nicht von uns, dann von irgendwas anderem. Aber ich hoffe sehr, dass es von uns der Fall sein wird. Das Rohr baue ich mal wieder zusammen, weil ich mag es eigentlich eher zusammengebaut. Das klingt irgendwie falsch. Das klingt irgendwie ein bisschen pervers. Naja, egal. Die Pfiffis da unten bereiten mir ein bisschen Sorge, weil die müssen es doch 100 pro hören, wenn ich hier runterspringe. Anscheinend nicht. Gut, wenn er das nicht mitkriegt, gehe ich einfach hier lang, in den Zellenblock A. Oh, da ist der Typ. Schlaf schön. Rüstung haben wir voll. Der hat einen Zettel geschrieben, während er gefressen wurde. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Kollege. Leider hat es dir nichts gebracht. Und ich glaube, wir können hier rein, oder? Ja, tatsächlich. Und ich denke mal, da unten sind wir relativ sicher vor den Pfiffis. Da können wir uns hier auch ein bisschen freier bewegen, oder? Ich denke mal nicht, dass hier irgendetwas auf uns lauert. Zumindest hoffe ich das. Zwei. Oh, die Wand. Klar, ich wollte es gerade sagen, die können wir bestimmt kaputt machen. Aber bevor ich die kaputt mache, nehme ich erstmal eine frische Dusche. Das ist bestimmt irgendwie Abwasser aus den Toiletten, von den Zellen oder so. So, die Wand ist kaputt. Wie praktisch, dass hier ein Wasserschaden ist. Können wir den auch zu unserem Vorteil nutzen und hier die Wand hochklettern. Sollte ja eigentlich gar kein Problem darstellen. So, das Rohr baue ich wieder zusammen. Und ich glaube, wir sind in so einer Art Kraftwerk gelandet, weil das sind, glaube ich, so Turbinen, die die ganze Geschichte hier mit Strom versorgen. Da oben läuft Rudi und seine zwei Hunde. Aber die können momentan nichts anhaben. Das ist unser kleiner Rattenfreund. Und hier ist zum Glück wieder ein Wasserschaden. Pfusch beim Bau, würde ich sagen. So. Oh, hier liegt ein Hund. Und ich höre einen Robosoldaten, aber ich glaube, der ist in einem anderen Stockwerk. Schlaf schön. So. Das sieht irgendwie eklig aus. Okay. Ja, weiter geht's. Ich würde sagen...
Es ist ganz gut, dass sich jetzt alle drei Hunde schlafen gelegt haben und da oben ist der Robohain. Ich glaube, der sieht uns nicht, wenn wir hier rumturnen. Deswegen schalte ich mal den Köter hier aus. Und den hier auch. Und den Pfiffi da hinten nehmen wir uns natürlich auch nochmal vor. Einfach nur aus Prinzip. Weil nicht, dass er uns irgendwie hinterher rennt, wenn der Alarm ausgelöst wird. Und ich habe eigentlich keinen Bock drauf, dass die Viecher hier noch rumlaufen. Sind ja eh keine richtigen Hunde, sondern irgendwelche Robo-Hunde, die wahrscheinlich zwischendurch mal gestorben sind und jetzt künstlich am Leben erhalten werden. Also tun wir denen mehr oder weniger einen Gefallen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir klettern einfach diese wunderschöne Leiter hoch. Ausnahmsweise mal kein Wasserschaden. Und der Kollege hier kommt gerade an. Das heißt, wir sollten uns besser wieder hier drin verkrümeln. Weil mit unserem Rohr können wir nicht viel gegen den machen. Und ich denke mal, die Videokamera da hinten sieht uns nicht. Ich frage mich, ob diese Videokameras überhaupt irgendwas sehen oder ob die einfach nur Deko sind. Oder ob sie auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad irgendwelche Auswirkungen haben. Weil alles, was ich bis jetzt an denen gesehen habe, war ziemlich harmlos. So. Vom Netz genommen. Gatling nehme ich mit. Aber der hat irgendwie weniger Munition. Komisch eigentlich, weil wir haben den ja nicht zum Ballern angeregt. Also müsste er eigentlich auch volle Munition haben. Hat er aber nicht. Aber naja. Soll uns nicht weiter stören. 176 Schuss. Entschuldigung. Sind relativ gut. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin Russe und wir lesen andersrum. Und allgemein sind es eigentlich nur die Deutschen, die irgendwie 67 oder 76 sagen und das ist eigentlich immer falsch rum. Ich glaube, das ist seit Luther so. Oh, da unten liegen Gefangene. Aber die sollen es nicht weiter stören. Wir werden zwar versuchen, sie zu befreien, aber ich denke nicht, dass wir das schaffen werden, denn unser Primärziel ist eindeutig unser Freund. Schon wieder diese Kakerlaken. Ekelhaft. Uiuiui. Da hat wohl jemand echt seine Tage. Oder wurde so hart geprügelt, dass er einfach seine Gedärme rausgeschissen hat. Oh, der ist harmlos. Okay. Welches Geheimnis? Rede mit mir. Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh, mein Junge. Bist du für den Franz zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Ja gut, denk mal schön weiter. Der scheint echt ziemlich mitgenommen zu sein. Aber seine Toilette ist relativ sauber. Betonung liegt auf relativ. Da ist zwar irgendwie immer noch komisches Zeug an der Seite, aber die ist deutlich sauberer als die Zelle, die leer ist. Oh, Achtung. Tür könnte wehtun. Und ich würde sagen, wir versuchen uns einfach mal hier. Boah, der bewegt sich echt wie ein Zombie. Ich dachte gerade, hä, kommt jetzt ein Zombie? Das wäre eigentlich das falsche Spiel. Zombie gibt's ja Zombie-Army. Wesley, habe ich Ihnen von Tante Sarah erzählt? Als sie im College war, wurde bei ihr Demenz festgestellt. Die Medikamente machten sie benommen und merkwürdig. Ich erinnere mich noch an ihre Augen, wie dreckige Fenster in einer verlassenen Hütte. Ich bezweifle, dass die Leute hier dement sind. Ich denke mal, die sind einfach nur so krass gebrochen, emotional und geistig, dass sie einfach nichts mehr machen können. Und ich denke mal, diese Blutspur hat eine sehr traurige Geschichte. Aber wir wollen uns nicht weiter damit aufhalten und kämpfen uns ein Stockwerk nach unten. Oh, ein Albtraum. Ein Albtraum. Ja, ich glaube, ich werde den Albtraum auslassen. Weil ich will den jetzt nicht unbedingt machen. Oder nee, weißt du was? Ich mach den doch. Sind dann irgendwie nochmal 10 Minuten mehr Spielzeit. Und mehr Zugucken für euch. Aber ich habe mal einen gemacht beim ersten Versuch. Und ich habe mich so krass verlaufen darin. Ich hoffe mal, das passiert mir diesmal nicht. Falls ja, werde ich einfach vorspulen. Oh. Noch ein Pfiffi. So, wie sieht's hier aus?
Nichts drin. Auch nicht schlecht. Hier sind bestimmt wieder Hunde drin. Bisschen Essen. Aber wir haben dummerweise nur noch 2 Kugeln. Das heißt, wir haben jetzt nur noch unser Messer. Ich wollte es gerade sagen. Ist wieder ein bisschen Hundefutter. Aber das Hundefutter bringt uns ja rein gar nichts momentan. Wir brauchen eher Munition. Ich glaube, wir sind in einer Sackgasse. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal diesen Weg hier lang. Stirb. Ah, das ist ja mal was anderes. Jetzt haben wir noch 10 Schuss extra zu unserem Zähnemagazin. Schlaf schön. So, den haben wir auch. Lauert hier jemand in der Ecke? Nö, anscheinend nicht. Oh, hallo, schöne Frau. Ist das die Helga? Ich denke mal, ihr werden wir auch irgendwann mal noch im Laufe dieses Spiels begegnen. So, und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Oh, hallo. Das hätte ich's gewusst. So, mal schauen, was hinter dieser Tür ist. Ah, der Führer. Der hier eigentlich offiziell gar nicht vorkommt in dem Spiel, glaube ich. Zumindest in der deutschen Fassung, in der englischen habe ich keine Ahnung. Aber ich bin ja als YouTuber, als deutscher YouTuber, daran gebunden, die deutsche Version zu spielen. Andernfalls laufe ich Gefahr, dass mein Kanal, also dass die Videos gesperrt werden in Deutschland und dass ich vielleicht sogar einen Strike kriege, gerade wegen dem geschichtlich eher nicht sehr gern gehörten, aber oft durchgekauten Thema und den Symbolen. Es ist nicht gerade gut, als deutscher YouTuber Videos mit Hakenkreuzen hochzuladen. Denn das ist eigentlich verfassungswidrig. So. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn das Spiel ist ja eigentlich an sich auch ganz cool. Auch in der deutschen Version. Die Vertonung ist cool und ja, ich finde das Wolfenstein-Symbol fast schon, wie schon gesagt, in der ersten Folge wahrscheinlich mittlerweile. Das Wolfenstein-Symbol finde ich fast schon authentischer als hier diese ganzen Hakenkreuze auf den Kisten. Weil ich habe mal in ein Video reingeguckt. Komisch, dass wir jetzt irgendwie... Ah, wir haben einen Schlüssel gefunden. Das heißt, es ist nicht mehr weit bis zum Ende von dem Albtraum hier. Diesem grafischen Albtraum, der echt Augenkrebs hervorrufen könnte bei Leuten, die in diesem Jahrtausend geboren wurden. Aber ich komme ja zum Glück noch aus dem letzten. Hab aber das Original bedauerlicherweise nicht selber gespielt, aber nur so ein Remake. Weil damals habe ich einfach noch gefühlt in die Windel geschissen. Was heißt hier gefühlt? Ich habe in die Windel geschissen, als das rausgekommen ist. Und es war auch in Deutschland verboten. Oder so ähnlich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Oh, den Pfiffi habe ich gar nicht gesehen. So, ah, cool, da ist schon der Ausgang, glaube ich. Die checken gar nicht, dass wir da sind. Naja, die KI von 1995 oder wann das rauskam, ist ja auch nicht so dufte. So. Ah, okay, da ist schon der Ausgang. Okay. Verlassen wir diesen grafischen Albtraum und kehren in den Albtraum der Realität zurück. Für die Nation, positive Gedanken, Ruhe bewahren, immer lächeln, Ruhe bewahren. Boah, ist das mies, in so einem Knast das an die Wand zu schreiben. Boah, diese kranken Wichser. Da ist unser Freund. Und Rudi. Und der Rudi scheint echt viele Fruchtzwerge gegessen zu haben, weil der ist irgendwie 2 Köpfe größer als die anderen Nazis in dem Spiel. Und er bringt unseren Freund weg. Und ich würde sagen, da wir hier eh nicht durchkommen, müssen wir durch diese Tür hier. Oh, fuck, 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 fuck. Was bist du denn hier? Lol. Arschloch. Aber der andere hat es nicht gecheckt. Das finde ich ganz gut. Bla, Notizen für Helga. Interessieren mich nicht. Die Helme nehmen wir auch mit. Und ich würde sagen, wir gehen hier rauf. Denn das Tor ist zu und wir können es anscheinend nicht entriegeln in diesem Raum. Wir machen diese Kiste auf. Oh, da kommt irgendwas.
Das klingt nicht wie ein Maschinensoldat, das klingt wie was anderes. Ich ahne schon, was es ist. Ich will es nur nicht hoffen, dass es wirklich das ist, was ich denke. Oh nein, es ist das, was ich denke. Meine Güte, was für ein verdammter Riesenhund. Ach du heilige Scheiße. Schnell, 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 schnell. Bevor der Riesenköter zurückkommt und Kleinholz aus uns beißt, sollten wir schleunigst verschwinden. Ich sagte schleunigst verschwinden. So, ich krieg das irgendwie nie hin. Es tut mir leid, ich bin zu dumm dafür. Es liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. Was zur Hölle? Von wegen, der hat uns nicht bemerkt. Ich lauf dann mal. Tschüss. Ach, scheiße, Sackgasse. Nein. Ja. Aua. Ja. Ah, Hilfe, ich glaube, das Gitter sollte ihn aufhalten. Schnell weg. Bevor das Ding hier die halbe Bude auseinander nimmt und uns dann zwischen seine Zähne kriegt. Das ist ziemlich sauer. Oh. Wo lang? Hier kriegen wir noch eine Rüstung, ein bisschen Medizin. Hier Gefahr, was auch immer. Ich würde sagen, wir folgen einfach diesem Lüftungsschacht, der irgendwie... Ah, da ist unser Freund Rudi Jäger. Er bringt unseren Kollegen weg und da ist ein Kommandant. Au, 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 das hat gesessen. Autsch, das hat wehgetan. Und da hinten läuft noch ein Kandidat zum Sterben. Da hinten liegt Muni, aber wir haben noch kein Sturmgewehr, deswegen müssen wir uns erstmal ein Sturmgewehr holen, bevor wir uns um den Kollegen da hinten kümmern. Da kommt schon der nächste. Schlaf schön. Wir müssen echt haushalten mit unserer Munition, weil wir haben nur noch 9 Schuss. Das heißt, jeder Schuss muss sitzen. Okay, ich habe nichts gesagt, jetzt habe ich schon 2 Pistolen. So, Sturmgewehr haben wir auch, aber ich werde erstmal bei der Pistole bleiben, weil ich möchte das etwas ruhiger angehen. Da hinten liegt noch irgendwas. Oh, eine Handgranate. Ich will es doch etwas ruhiger angehen, Leute. Ich finde sämtliche Gegenstände, die eine laute Vorgehensweise fördern. So, die 2 haben wir auch. Und wir nähern uns dem nächsten Kommandanten. Wir sollten den ausschalten, bevor der Alarm schlagen kann. Das heißt, wir müssen es möglichst unauffällig tun. Weil sonst haben wir hier die ganze Bude voll. Lol, da haben wir wohl knapp die Hitbox von der Steinwand getroffen. So, da hinten ist ein Köder. Auf den Arsch. Dann schläft der Fifi ein, für immer. Übrigens, Leute unter 18 nicht zugucken. Muss ich sagen. Hält sich eh kein Schwein dran. So. Ich glaube, da hinten ist der... Nein. Doch nicht. Munition. Ich höre den schon durch die Gegend funken. Das heißt, wir können nicht allzu weit entfernt sein. Sind nur noch knapp 50 Meter. Ich glaube, ich sollte aufhören, die ganze Zeit Kisten zu zertrümmern, weil das hören die doch bestimmt. Okay, ein weiteres Generatorrad. Da hinten? Nee, das war nix. Das war nix. Da ist eine Wand. Sieht kaputt aus. Naja. Merkwürdig war es schon, aber er hat es nicht gecheckt. Kommen wir dem Kollegen näher? Ich hoffe ja. Noch ein Medikit. Eine Tür, die wir nicht öffnen können. Gut, ich würde sagen, wir schleichen weiter. So. Da hinten steht noch einer rum. Die Tür ist zu. Kommt niemand mehr raus.
Klammern hoffe ich. Beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass die da rauskommen, sobald wir irgendwie den Alarm auslösen. Was ich ja gerade mit allen Mitteln verhindern will. Deswegen gebe ich auch extra 2 Schüsse ab statt einem. Nur um sicher zu gehen, falls wir nicht den Kopf getroffen haben, dass dann der Typ auch ganz sicher tot umfällt. So, den haben wir auch. Medizin kann man hier nie genug haben. Der Kollege ist nur noch 22 Meter entfernt, das heißt, wir müssen noch ruhiger sein. Ich werde jetzt mal aufhören, Kisten zu zertrümmern und konzentriere mich voll und ganz auf den Mord. Oh, da ist er. Bleibt er so? Naja, gut, jetzt bleibt er... Ah, au! Der macht einen Takedown mit dem Rohr. Aber so geht's auch natürlich. Oh, was ist das? Kampfpistole. Das ist ja nett. Ist das das, was ich denke? Das wollte ich nicht. Ich hätte mein Gesicht gerade sehen müssen. Aber ich habe die Facecam leider nicht angemacht. Weil der PC das nicht packt. Okay, wir haben, glaube ich, gerade den Strom angemacht. Und gleichzeitig den Alarm ausgelöst. Aber da können wir auch unsere Kampfpistole ausprobieren, oder? Autsch. Das hat gesessen. So. Ja, wir haben nur noch einen Schuss. Der Spaß hat bald ein Ende. Ja, dann müssen wir wohl wieder auf die klassische Sturmgewehr-Variante zurückgreifen. Aber ich freue mich, wenn wir für das Ding wieder Munition kriegen. Und ich hoffe, das passiert möglichst bald.